the presentation of the various metaphysical topics in Buddhism, as I've explained, are useful in helping us to deconstruct various problems that we might face. Wie ich schon gestern erwähnt habe, die Darstellung der metaphysischen Themen im Buddhismus hilft uns eben, Probleme, die wir begegnen, die wir haben, Schwierigkeiten, die wir haben, zu zerlegen, zu analysieren, besser zu verstehen. And one way that we saw that we can deconstruct what we experience is to see within that experience, like we use the experience of taking the wrong computer bag at the airport and then feeling very angry with myself that I'm a total idiot. We've seen that we can differentiate what's existent, what's non-existent. Das haben wir also gestern als Beispiel genommen, also was wir erfahren, wie können wir die Erfahrungen, die wir erleben, analysieren. Da haben wir gestern dieses Beispiel genommen, ich habe eben den falschen Computer am Flughafen mitgenommen, habe mich geirrt, habe den falschen Computer mitgenommen, die falsche Computertasche und bin über mich selbst wütend und denke, ich bin ein vollkommener Idiot. Und da haben wir dann gesehen, welche Phänomene existieren, welche Phänomene nicht existieren, was in den Unterlagen hier unter die Wissensobjekte fällt. Das klar. And we've seen what is happening. We can differentiate what's happening now from what's no longer happening. Und wir haben auch unterschieden zwischen was jetzt sich ereignet und was sich nicht mehr ereignet. And within what is happening now, what we're experiencing now, we can differentiate the various static phenomenon like categories and the functional phenomenon, things that are changing. In den Ereignissen, die sich jetzt ereignen, können wir unterscheiden zwischen statischen Phänomenen oder beständigen Phänomenen, wie zum Beispiel Kategorien und so weiter, und unbeständige, wirksame Dinge, die funktionieren. And within that, what is and what is not, you know, affirming phenomenon, negation phenomenon. Dann haben wir etwas, was eine bestätigende Phänomene sind und verneinende Phänomene sind. And within that, we saw within the functional phenomenon, one way of dividing that is in forms of material phenomenon, ways of being aware of it, and the things that are neither. So the computer, my anger, me. Und innerhalb der Kategorie der wirksamen Dinge oder der unbeständigen Phänomene, da haben wir drei, die körperlichen Formen oder was hier als Materie genannt wird. Das zweite, verschiedene Arten von wie wir Dinge bewusst sein können oder wie Bewusstsein genannt. Und die dritte Kategorie, das ist weder das eine noch das andere, weder das erste und das zweite. Also da haben wir den Computer, mich und meinen Ärger. And particularly these functional phenomena, another scheme of dividing them, we didn't go into that, are the five aggregates. These are just five groupings of these functional phenomena that one item from each, at least one item from each of them makes up each moment of our experience. Und eine weitere Einteilung der wirksamen Phänomene oder Dinge, die wir noch nicht also behandelt haben, sind in fünf Aggregate. Das sind halt verschiedene Einteilungen und zumindest eines von jedem dieser Kategorien macht jeden Moment aus. So this is very helpful, because we're going to deal with what's happening. Well, what's happening right now is what's relevant. Also das ist sehr hilfreich, also was jetzt sich ereignet, gerade was jetzt passiert, damit umzugehen, also wie man damit umgehen kann, das ist sehr relevant. And within what's happening now, if we can see all the different components of it and realize that everything is changing at a different rate and there are so many variables that are affecting what I'm experiencing right now, then it helps to de-solidify it. Und es ist wichtig auch zu kennen, wie viele Bestandteile jetzt das hat, was sich jetzt ereignet, was ich jetzt erlebe. Und dass sich das alles verändert, alles in verschiedener Geschwindigkeit, aber alles ändert sich eben ständig. Und es gibt so viele verschiedene Variablen, die das alles beeinflusst und so beeinflusst. Und so können wir das analysieren und nicht mehr so solide und fest ansehen. And when we have deconstructed, desolidified what we're experiencing, like a depression or horrible mood or something like that, then it becomes less of a monster. We can deal with it. Also wenn wir das wirklich dann zerlegen, analysieren sozusagen, zum Beispiel wenn wir niedergeschlagen sind, eine schlechte Laune haben, negative Erfahrungen, dann wird das weniger ein Monster sozusagen. So, in this session, we want to look at another extremely useful way of deconstructing what we're experiencing, and that is in terms of causality.
Und was wir heute behandeln, ist wieder sehr hilfreich, also hat wieder einen großen Nutzen, um eben was wir erfahren, zu analysieren, zu besser zu verstehen. Und das ist die Kausalität. So, let us go through all the various factors that are involved, different types of causality, different types of results and so on, and apply it to this example of taking the wrong computer bag. Also wir werden uns dann wieder alle Faktoren ansehen, also die verschiedenen Arten von Ursachen, verschiedene Arten von Wirkungen, und wir werden das wieder anwenden auf unser Beispiel, also dass wir den falschen Computer genommen haben. Okay, so here's the situation that we are analyzing. I don't have my computer. Also das ist die Situation, die wir analysieren. Ich habe nicht meinen Computer. Okay, so what's the direct cause? Also was ist jetzt die unmittelbar direkte Ursache? Right, this is what brought on this situation immediately. You know, what immediately brought it on was that I picked up the wrong bag. Was führte dazu, dass ich das erfahren habe, diese Situation? Also was ist die unmittelbare Ursache? Das ist, dass ich die falsche Tasche genommen habe, den falschen Computer. Now, what is translated here as indirect cause, we have to understand what indirect means. It means an antecedent cause, something that was in the sequence of events that led up to the direct cause, to picking up the wrong bag. Und die zweite Art, welche hier als indirekte Ursache übersetzt wird, da müssen wir verstehen, was hier gemeint ist mit indirekt. Das ist eine vorhergegangene Ursache, die in der Abfolge der Ereignisse letztendlich dahin führt, dass wir, also das dahin führt zur direkten Ursache, also dass wir dann letztendlich die falsche Tasche genommen haben. So, what are the antecedent causes? The antecedent causes here are, it was a bumpy airplane ride. That was followed by getting a headache on the plane. So was waren die vorhergegangenen Ursachen von dem Ereignis? War mein Flug, der nicht angenehm war, und dann gefolgt von Kopfschmerzen. And then there was a long wait for the luggage. Dann eine lange Wartezeit für das Gepäck. And I was worried that the person who was picking me up was waiting too long for me. Und ich habe mich Sorgen gemacht, ja, die Person, die mich abholt vom Flughafen, dass die schon so lange warten muss. And then I got distracted talking to a fellow passenger. Und dann war ich abgelenkt in einem Gespräch mit einem anderen Passagier. And that all led to the direct cause, I picked up the wrong bag. Und das führte alles zu dieser direkten Ursache, dass ich die falsche Tasche nahm. Okay. We have the direct result. Dann haben wir die direkte Auswirkung davon. So that is what immediately followed after not having the right bag. Das ist was direkt folgt unmittelbar. Not having my computer. Folgt nicht den Computer zu haben, nicht meinen Computer zu haben. So the direct result was that I walked out of the airport with the wrong bag. Also die direkte Auswirkung davon war, dass ich mit dem falschen Computer eben den Flughafen verließ. And then what is translated in your material as the indirect result is referring to all the successive results in sequence that happened after that. Und was hier übersetzt ist als indirekte Auswirkung, das ist wieder all die nachfolgenden Auswirkungen in der Abfolge danach. So I couldn't do my work, then I had to call the airport, then I had to go back to the airport to try to recover my computer. Also, all those are the successive results that followed. Ich konnte dann nicht meine Arbeit machen, nicht durchführen. Ich musste beim Flughafen anrufen, ich musste wieder zum Flughafen zurückfahren, um dort eben meinen Computer dann zu identifizieren. Also das sind all die nachfolgenden Auswirkungen davon. Okay, so this is quite important in analyzing the situation to see all the things that led up to what happened and all the things that follow it, sort of in a succession. Also es ist sehr wichtig bei der Analyse, wie etwas zu etwas führt, also was alles dazu führt zu einem Ereignis und was dann die Auswirkungen danach sind, also die ganze Abfolge. So that we don't just limit the way that we look at things in terms of this limited time span. Whatever we experience have a long antecedent causes and whatever we, and then it has a long succession of results. One thing leads to another, leads to another, leads to another.
Also es hilft uns auch, dass wir nicht nur die Zeitspanne so begrenzt sehen, sondern dass wir sehen, jedes Ereignis hat sehr viele vorhergegangene Ursachen, eine lange Abfolge von sozusagen Ereignissen, die dann dahin führen, und auch danach, die Auswirkungen sind auch sehr viele nachfolgende Auswirkungen. Then we have what's called here the material cause and the simultaneously acting condition. So what are these? Also wir haben dann die Nährlinien. It's right here. Oh, sorry. Es gibt auch Preise auf den deutschen Unterlagen in 7 und 8 dann. Also bei Ursachen und Wirkungen haben wir jetzt begonnen. Da haben wir die ersten Ursachen behandelt. Dann geht es weiter auf der nächsten Seite. Also was hier substanzielle Ursachen und mitwirkende Umstände übersetzt wird. Okay, so what are these? This is, well, let me translate the definition here of a substantial cause, a factor within the individual substantial continuum of a thing through which the thing will mainly be brought about. Oh, sorry. I'm reading it. It's right here in German. Okay, yeah, yeah. Die Definition einer substanziellen Ursache ist ein Faktor innerhalb des eigenen substanziellen Kontinuums des Dings, wodurch dieses Ding hauptsächlich hervorgebracht wird. Okay, so what does that mean? First of all, substantial, we shouldn't think of that as a solid thing. That's not really what the word means. Also hier ist das Erste ist wichtig zu verstehen, substanziell, sollen wir nicht etwas verstehen, das wirklich ein festes Ding. Literally, the word means obtaining. It is that from which we obtain the result. Also wortwörtlich heißt das etwas, von was wir etwas erlangen, erhalten. And what this is referring to is something in the our mental continuum. In this case. Also was, auf was sich das jetzt bezieht, das ist etwas in unserem geistigen Kontinuum. From which we obtain this item, picking up the wrong bag, as its successor, and in most cases it ceases to exist once the successor arises. Und das ist, dass wir erlangen, also das Nachfolgende, hier eben den falschen Koffer zu nehmen, und normalerweise hört es dann auf zu existieren. So, what are the examples for this? Example would be the seed and the plant. From the seed, you obtain the plant. It's in a succession. And when you get the plant, you no longer have the seed. Ein Beispiel dafür wäre ein Same. Und aus dem Samen erhält man sozusagen die Pflanze. Und wenn die Pflanze dann eben da ist, dann hört der Same auf zum Existieren. Also ist der Same nicht mehr da. Or the unbaked dough is the obtaining cause for the baked bread. Oder zum Beispiel der rohe Teig, sozusagen der ungebackene Teig, ist jetzt die substanzielle Ursache dafür, dass wir dann eben gebackenes Brot erhalten. So, it is the obtaining cause in the sense that you obtain it, but it's not actually, this is what we have to watch out not to be confused by. We're not talking about the substance of the bread. Substance of the bread, in terms of the atoms and these sort of things, we're not talking about that. Also, we're talking about that from which you get the item. But the unbaked dough is not there anymore, is it, when we have the bread? Wir sprechen davon. But it's in the succession, that's why we have this word succession, continuum. Also ist das, von was wir etwas erhalten, also ist damit jetzt nicht gemeint, die Substanz an sich, die Atome, die Partikel, ist damit nicht gemeint, sondern von was wir etwas dann erhalten. Und das ist eine Abfolge, und wenn wir das erhalten haben, sozusagen, dann existiert eben das, also wieder der rohe Teig, dann nicht mehr, wenn wir das Brot haben. So, here in our example, we're talking about our mental continuum. Also hier in diesem Beispiel, I mean, it could be a general continuum, but now we're talking about a mental continuum. Es könnte ein allgemeines Kontinuum sein, aber wir sprechen hier von diesem Beispiel vom geistigen, mentalen Kontinuum. And here, you know, sometimes that obtaining cause is finished when you get the result, but sometimes it can give more than one result. And so it will continue to be there until it exhausts giving all its results. Also manchmal ist das, dass die substanzielle Ursache dann eben nicht mehr existiert, wenn eben das erhalten worden ist, die Auswirkung sich ja sozusagen, wir haben es erhalten, die Auswirkung hat sich manifestiert, aber manchmal ist das auch so, dass diese substanzielle Ursache weiter noch existiert und weitere andere Auswirkungen hervorbringen kann, bis die Ursache letztendlich aufgebraucht ist. And here what we're talking about
is, in Tibetan, you use the same word as seed. But again, we shouldn't think of it as a material seed. I think it's better to understand it in this context as tendencies and potentials. Und hier im Tibetischen wird das gleiche Wort verwendet für Samen, aber wir sollen da nichts uns vorstellen an einem materiellen Samen, sondern eher es sind Neigungen, Potenziale. So, there's a tendency not to be mindful. Das heißt, gibt es eine Neigung, nicht achtsam zu sein, zum Beispiel. Right? That was the obtaining cause for picking up the wrong bag. I wasn't mindful. Und das war jetzt die substanzielle Ursache dafür, dass ich die falsche Tasche genommen habe. Also ich war einfach nicht aufmerksam. And then I have a tendency for the destructive action of taking what is not mine. Dann habe ich die Neigung dazu, dass ich abgelenkt bin, etwas zu nehmen, was nicht mir gehört. And a potential to have my computer lost, have my possessions lost. Und ich habe aber eine Tendenz oder ein Potenzial, dass ich mein Computer verloren geht, dass ich Dinge verliere. And I also have a tendency to get angry with myself. Und ich habe auch diese Neigung, dass ich verärgert bin über mich selbst, dass ich mich über mich selbst ärgere. So all of these are the obtaining causes, or what's called here substantial causes, for this incident that happened, what I'm experiencing. Das sind alles Ursachen, also alles substanzielle Ursachen für das Ereignis, das ich eben erfahre. And so then what were the simultaneously acting conditions, or the contributing conditions? What contributed to this? Und was sind jetzt die Umstände, die dazu jetzt, die mitwirkenden Umstände? So, I wasn't wearing my glasses. I was talking to somebody else. These were the conditions that were going on at that time that helped for this situation to arise. Also ich habe nicht meine Brillen aufgehabt, ich habe mit anderen gesprochen. Das waren alle mitwirkende Umstände, das dazu geführt hat, dass ich eben die falsche Tasche genommen habe. Das sind zu jener Zeit eben die mitwirkenden Umstände, die sozusagen das ganze Ereignis unterstützen, dass es so wird. So, we start to see that what we experience, what happens, is dependent on so many things that went on before, and my own tendencies, and the way that my mental continuum, the circumstances in which it happened, etc. All of that is affecting what happened. Wir sehen so, da gibt es so viele Variablen, die beeinflussen, was wir erfahren. Gibt es so viele Ursachen, vorhergegangene Ursachen, auch nachher die Auswirkungen. Gibt es so viele mitwirkende Umstände, nach meine eigenen Anlagen bzw. Neigungen, dann auch mein geistiges Kontinuum. Alles sind eben Bestandteile dafür. Okay, let's take a moment to digest that much. Nehmen wir jetzt einen Moment und denken darüber nach, damit wir es ein bisschen verdauen. The issue is that we can't blame anything because there's so many factors that are involved. You can't place the blame on any one of them and feel guilty about it. Was auch wichtig ist zu verstehen, wir können niemandem die Schuld geben. Also es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen, und auch wir brauchen uns nicht schuldig dann fühlen. Okay. So now we have a system of six different kinds of causes. Und wir haben auch ein System von sechs verschiedenen Ursachen. Das ist jetzt auf der nächsten Seite. And although that might look terribly complicated, especially when we try to work with the specific definitions, nevertheless, it is a very useful scheme, if one can work with it in terms of an example. And you see what it's talking about. Obwohl es schaut vielleicht ein bisschen kompliziert aus, wenn man auch die Definitionen an sich anschaut von diesen sechs Ursachen, doch ist es ein sehr hilfreiches System, also wenn man das jetzt anwendet auf ein Beispiel. So, first we have the acting causes. Also die erste sind die Wirkursachen. And this is referring to, as it says, everything else, except the actual result. And this is implying that whatever happens to us is interconnected with everything that has ever happened. Also das ist alles andere als das Ergebnis selbst. Also das heißt jetzt, dass alles, was wir leben, verbunden ist, interagiert mit allen anderen. So, nothing exists isolated. Everything is interconnected. That's the point of this. Also der Hauptpunkt hier ist, dass nichts isoliert existiert und alles ist miteinander verbunden. So, what are some of the acting causes? There were those who invented computers. Couldn't have lost my computer if somebody didn't invent the computer. There are all the people who made it.
They're all the people who made the plastic and mined the metal and these sort of things that went into the computer. Also was ist damit gemeint mit diesen Virgo-Sachen? Also diejenigen, die den Computer zuerst erfunden haben, die Hersteller eines Computers, also würde ein Computer nicht erfunden worden sein oder hergestellt worden sein, wäre es nicht die Möglichkeit, dass ich einen Computer verliere, dann auch weiter das Plastik, das hergestellt wird, die Leute, die das Metall herstellen für die Computer, also all das gehört dazu. And then I bought the computer. And so the store where I bought it from, somebody must have built the store, somebody must have sold it to me. How did I get to the store? I took the public transportation. Well, somebody must have built it. Somebody must have driven the subway, the U-Bahn that I took. All of these are acting causes for losing my computer. Also auch, ich musste diesen Computer kaufen, also ich musste in ein Geschäft gehen und auch dieses Geschäft, das musste jemand gebaut haben und dann musste jemand das auch, der Computer auch mir verkauft haben, also ein Verkäufer musste auch da sein, dann kam ich ja zu diesem Geschäft irgendwie, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, mit der U-Bahn, hin musste auch die U-Bahn letztendlich bauen und so weiter. All das sind letztendlich Wirkursachen dafür, dass ich meinen Computer verloren habe. And how about getting into really basic things like my parents gave birth to me? Und ganz grundlegende Dinge, dass mich meine Eltern sozusagen auf die Welt brachten. And I've gotten older, so I'm less mindful. Und ich bin jetzt älter schon und bin weniger aufmerksam, achtsam. And so if we really start to analyze all of this, it's an unbelievable amount of factors that are acting causes that somehow are responsible for what happened. Wenn wir das wirklich analysieren, sehen wir, da gibt es eine Unmenge von Ursachen, die Wirkursachen sind, die dazu führen, zu einem tatsächlichen Erlebnis oder Ereignis. Right, and it's interesting that if any of these are left out, like if nobody ever invented a computer, the whole thing could never have happened. Wenn nur eine davon ausgelassen werden würde, zum Beispiel niemand hätte jemals einen Computer erfunden, gebaut, dann wäre es gar nicht möglich, dass ich einen Computer verliere. Right? Okay. Then the second one is the simultaneously arising cause. Die zweite Ursache hier ist die gemeinsam entstehende Ursache. So, these are all the things that are, what should we say, together with the, you know, with what is happening. Also, es sind all die Dinge, die jetzt zusammen sind, sozusagen mit dem, was sich ereignet. In the sense that they support the result. In dem Sinne, dass sie das Ergebnis, die Auswirkung unterstützen. So they arise simultaneously with the result, in a sense. Also sie entstehen sozusagen gleichzeitig mit dem Ergebnis. So, you think about it. My arm that was picking up the wrong bag and the action of picking up the bag. Beispiel mein Arm, der die falsche Tasche aufhob und dann auch die Handlung des Aufhebens. Right? This is all happening simultaneously with picking up the wrong bag. Also das ereignet sich alles gleichzeitig mit dem also Nehmen der falschen Tasche. Could I have taken the wrong bag and not have my computer if my arm, if there wasn't an, if I didn't have an arm that picked up the bag? Dann könnte ich den falschen Computer haben, wenn ich keinen Arm hätte. Also wenn ich keinen Arm hätte, der diesen Computer, den falschen Computer, die falsche Tasche nimmt. And if the arm didn't have muscles and didn't have blood flowing through it. And these sort of things, the whole thing couldn't have happened. Also hätte der Arm auch keine Muskeln zum Beispiel und würde kein Blut durch die Arme laufen zum Beispiel, dann hätte das alles gar nicht passieren können. Right? Or seeing the bag, seeing something on the floor, if I didn't see it, I couldn't have picked it up. Oder sehen, dass ich etwas sehe auf dem Boden, hätte ich nichts gesehen, dann hätte ich auch nicht etwas aufnehmen können. Right, and seeing it with not paying very much attention. I mean, that was really what was involved. Und natürlich war das auch damit verbunden, dass ich etwas gesehen habe mit wenig Aufmerksamkeit, dass ich war nicht achtsam. So, actually, although it starts to sound a little bit funny, but nevertheless, if you really think about it, all these things were involved.
And if some of them were missing, it wouldn't have happened. Klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber wenn wir darüber nachdenken, all diese Faktoren sind hier enthalten und würde nur eines nicht vorhanden sein, hätte das nicht passieren können. Yeah, so let's digest those for a moment. Überlegen wir uns das nochmal kurz. Okay. Now, the third type of cause here is known as an equal status cause. Die dritte Ursache hier wird hier übersetzt als gleichartige Ursache oder gleichen Status, den gleichen Status hat. Just translate it like that. I'm just translating the German. Okay, gleichartige Ursache. And what that means is that these are causes that are in the causes for which the results are later moments in the same type of cat phenomenon as the causes are. So in other words, we're talking about a certain status of the cause and effect, and the status, I'll explain what that status is referring to, is the same for the cause and the effect. Was das jetzt betrifft, ist... It's referring to the ethical status primarily. Wir sprechen über den Status der Ursache und der Auswirkung. Also die Auswirkung ist vom gleichen Status oder von der gleichen Art wie eben die Ursache. Und was ist mit Status gemeint? Vor allem der ethische Status ist hier vor allem gemeint. So, in order to understand what this is referring to, we have to present yet another division scheme for phenomena. Um das besser zu verstehen, brauchen wir noch ein anderes Unterteilungssystem. And here we have first a division into upsetting and non-upsetting things. Upsetting. It's upsetting you. It's making you upset. Is this called you like this suck? Suck me a suck? Is this no. Suck change suck. Well, no, that's something different. It's upsetting in the sense that, well, I'll give the definition. So, something upsetting is mixed with naivety about reality. And non-upsetting is not mixed with this naivety. But it's not the sack-me-sack-y. Not exactly. I can't remember the terms. Mm-hmm. Please don't worry about it. Just translate. Also es gibt dann Phänomene, also andere Einteilung der Phänomene brauchen wir hier, eine Einteilung. Also eines ist etwas, was also mit Unwissenheit, mit der Wirklichkeit verbunden ist, und das ist etwas, was einen verärgert. Und verärgert, sagen wir jetzt dieses Wort, fällt jetzt ganz I'm sorry, ein. I do not have with me the term, I don't recall it. Und das andere ist, was uns nicht verärgert sozusagen, das ist nicht also mit Unwissenheit über die Realität verbunden. Okay, so... I mean, it's more in this division of samsara and nirvana, this type of way of dividing things. Das ist auch mehr, ich habe gefragt, scheint das zu sein, ich habe gefragt, das Tibetische, was das ist. Also es ist mehr die Einteilung, also wie auch samsara und nirvana sozusagen. So what would be an upsetting thought and what would be a non-upsetting thought? An upsetting thought would be, out of naivety, I'm a total idiot, or I'm so stupid. How could I be like that? Was würde ein Gedanke sein, der mich verärgert? Also aus Unwissenheit heraus denke ich, ich bin ein totaler Idiot. Also wirklich, ich bin so dumm und blöd, also ich bin ein absoluter Idiot sozusagen. Right, what would be non-upsetting? Also was wäre jetzt nicht verärgert? I'm a human being. Human beings make mistakes. These things happen because of all sorts of causes and conditions, etc. Also es wäre zum Beispiel, ich denke, ja, ich bin ein Mensch und das ist einfach menschlich. Also es gibt Ursachen und Bedingungen eben. Ja, es kann eben passieren. Also ich bin einfach, es ist einfach menschlich. Das kann so sein. Yeah, what do I expect? I'm getting older. This, things like this happen. Also was soll ich erwarten von mir? Ich werde auch älter. Also so ist das eben. Yeah, so. It's important to try to get into, you know, very clear thinking here. Also es ist sehr wichtig, das wirklich klar zu verstehen und hier klar zu denken. Okay, now, within upsetting, we have a division of three, destructive, constructive and neutral. Und innerhalb von den, hier wird es eben als Beflext genannt, also was mich verärgert, da gibt es drei Einteilungen, Unterteilungen, Kategorien, destruktive, dann konstruktive und neutrale. Right. You must have terms like that here. Also sind hier, okay, also heilsam, eben unheilsam, heilsam und neutral. Yeah, okay. So, destructive is something that will ripen into gross unhappiness or the all-pervasive problem of, you know, just continuing our samsaric rebirth.
also unheilsam, das führt hin zu allem Samsara, also all das negative Leiden und so weiter, zu Problemen. And the constructive is what's going to bring about our ordinary happiness. This is the suffering of change, you know, it's not going to be satisfying, it's not going to last, and so on, but it's not as bad as unhappiness. And also it perpetuates samsara. Und das Heilsame, das führt zum gewöhnlichen Glück, also zum gewöhnlichen Glück, das Leiden des Wandels. Es verändert sich zwar, aber ist immer noch besser wie das Leiden. Und es ist auch also enthalten im Samsara. And then the neutral ones are neither. Und die Neutralen sind weder das eine noch das andere. Okay. Now, when we talk about destructive phenomena, this is referring to things, I mean, there's a whole big list of these and analyzed in different levels of complexity. Wenn wir uns die unheilsamen Phänomene anschauen, das ist sehr komplex, da gibt es eine ganze Liste davon. But we have the what's called the three poisonous attitudes of anger and greed and attachment and naivety. Da haben wir die drei Gifte oder die drei giftigen Einstellungen, Wut, Anhaftung bzw. Begierde und Unwissenheit. Right, here there's actually a difference between naivety and unawareness. Also es besteht ein Unterschied zwischen Naivität, diese Art von Unwissenheit, und eben etwas sich nicht bewusst zu sein, diese Art von Unwissenheit. No, let's keep it quite literal, what I said, please. Naivety and unawareness. Dimok and Marikpa. Also ja, Verblendung und Unwissenheit, also gibt es einen Unterschied. Right. Unawareness, sometimes translated as ignorance, can accompany either a constructive or destructive or neutral state of mind. So, I just don't know, or I know incorrectly about either cause and effect or reality. Also Unwissenheit, also es etwas nicht weiß, das kann einhergehen mit einem heilsamen Geisteszustand oder einem unheilsamen oder auch einem neutralen Geisteszustand. If it's I don't know or I don't know, or I know incorrectly about cause and effect, that's involved with destructive behavior. I think that stealing is going to make me happy. It doesn't. It's something which will bring problems. Wenn ich über Ursache und Wirkung eben das falsch verstehe, dann führt das eben zu destruktiven oder unheilsamen Handlungen. Zum Beispiel, wenn ich denke, ja, stehlen, das macht mich glücklich, dann liege ich hier falsch, das letztendlich führt das zu unheilsamen Handlungen. Mm. And naivety about how I exist, how everything exists, that could be behind destructive, constructive or neutral phenomena. Und auch der Dimukpa. Marikpa. Two types of marikpa, two types of unawareness, unawareness of cause and effect, unawareness of reality. Und die Unwissenheit über wie, also gibt es zwei Arten von Unwissenheit, eines über Ursache und Wirkung, über Kausalität, dass man das nicht richtig weiß, und eines über die Realität, also wie ich eben zum Beispiel existiere und wie die Wirklichkeit existiert. And when we look at the term in Tibetan Dimok, which or Moha in Sanskrit, very difficult to translate. I call it naivety. You can call it whatever you want. But what it's referring to is this unawareness only when it is accompanying destructive behavior, a destructive phenomenon. It's a subcategory. Und eine Unterkategorie von dem ist das, was ich als Naivität im Englischen übersetze, Dimokpa im Tibetischen oder Moha in Sanskrit, also meist im Deutschen wird das als Verblendung übersetzt. Das heißt, kann nur verbunden sein mit unheilsamen Phänomenen. Sozusagen ist das eine Unterkategorie dann. So either not knowing about cause and effect or not knowing about reality, when it accompanies a destructive phenomenon, that's called this naivety, or however you want to translate. I can't think of any word in our languages that it would actually mean that. Also Unwissenheit, die Unwissenheit entweder in Bezug auf Ursache und Wirkung oder Unwissenheit in Bezug auf die Realität, wenn sie verbunden ist mit einem unheilsamen Phänomen, dann wird das Verblendung, sagen wir Verblendung genannt. Also ich kann nicht wirklich einen guten Begriff dafür finden, aber sagen wir Verblendung, also dazu. And the whole implication of having a separate term here is that it's much worse when it's involved with a destructive, with something destructive. Und der ganze Sinn, warum wir da einen eigenen Begriff haben, dafür ist es eben, weil es viel schlimmer ist, sozusagen, wenn es mit einem unheilsamen Objekt, einem unheilsamen Phänomen verbunden ist. Right.
I think this indicates, although this is perhaps getting terribly technical, the importance of knowing the definitions and understanding them. Otherwise, terminology just becomes too confusing, and we don't really know exactly what they're talking about. Terminology in Buddhism is extremely specific. Und so, es wird vielleicht zu technisch, und darum ist es auch wichtig, die verschiedenen Definitionen zu kennen von den verschiedenen Begrifflichkeiten, weil ansonsten ist das sehr verwirrend, also die Terminologie. Also es ist sehr wichtig, da auseinanderzuhalten, und im Tibetischen ist die Terminologie sehr spezifisch, also ganz speziell spezifisch. So, what's destructive? Anger and attachment and this naivety. Also was ist jetzt unheilsam? Wut, Anhaftung und diese Verblendung. And the actions that are motivated by them. Und auch die Handlungen, die motiviert werden von diesen. And all the mental factors that would accompany that when I'm having these disturbing emotions. Und auch alle Geistesfaktoren, die diese begleiten, wenn ich eben diese negativen, also unheilsamen Emotionen wie Wut, Anhaftung habe. Okay, all of these are destructive. Also all diese sind dann unheilsam. And what would be constructive would be love, compassion, these sort of things, when it is mixed with this unawareness. Also was ist das? I'm so wonderful, I remembered my bag, I got it back. I'm so great, you know, this sort of feeling. I'm so thankful to you for this, but with a feeling of, wow, you're so wonderful, and making such a big deal out of it. This is unawareness of reality, but mixed with something fairly constructive. Beheilsam sind dann zum Beispiel Liebe und Mitgefühl, auch verbunden mit dieser Unwissenheit. Zum Beispiel, ich bin dir so dankbar, ich habe eben diesen Computer verloren, ich bin dir so dankbar, aber trotzdem, ich bin ja so großartig oder ich bin ja etwas Besonderes, also verbunden mit dieser Art von Unwissenheit. Aber trotzdem ist es hier also mit Liebe, Mitgefühl, also heilsam. What was behind this incident was a big, big thought of me, you know, and oh, you know, what am I going to do, and so on, and now I can do my work, and a big self-centered thought behind this feeling, this positive feeling of being thankful and grateful and so on. So that leads to a happiness, but it's a type of happiness that doesn't last and isn't satisfying. Was war hinter dieser Dankbarkeit? War eigentlich also das Ich, also ein ich-bezogener Gedanke. Ja, jetzt kann ich wieder arbeiten. Also jetzt habe ich wieder einen Computer. Also war ein sehr ich-bezogener Gedanke hinter dieser Dankbarkeit und Freude eben. Und das führt zu Glück, aber nur ein Glück, das nicht wirklich befriedet und was auch nicht dauert, andauert. Neutral phenomenon. What's neutral? Things that are neither constructive nor destructive could be part of something constructive or part of destructive by itself, it's neutral. Also, was sind jetzt neutrale Phänomene? Das sind weder heilsame noch unheilsame, können eben Teil von heilsamen oder neutralen, Entschuldigung, von heilsam oder unheilsam sein. So, that could be attention, interest, intelligence, these sort of things. By themselves, they're neutral. Also zum Beispiel Interesse, Intelligenz, Aufmerksamkeit, das sind solche Beispiele. An sich sind sie eben neutral. So, in our example here, with the taking the wrong computer, what would be destructive would be anger. Hier bei unserem Beispiel. I'm angry with myself. Also wäre unheilsam, also der Ärger. So Ärger über mich selber, also dass ich eben den Computer verloren habe. What would be constructive would be patience in this situation. Was wäre heilsam? Das wäre zum Beispiel Geduld, Ausdauer in dieser Situation. And what is neutral, literally the word is unspecified. Buddha didn't specify, is it destructive or constructive? Also was ist neutral? Eigentlich ist dieser Begriff, heißt der, ist nicht wirklich spezifisch benannt, ob heilsam oder unheilsam. Also Buddha hat das nicht spezifisch ausgedrückt. What's unspecified would be the computer. What's neutral is the computer itself. Me, I'm a neutral phenomenon. The mindfulness. What is Gleichmut? Equanimity. Well, equanimity would be constructive. Equanimity is constructive. Also hier neutral wäre zum Beispiel Computer oder ich. Also ich bin ein neutrales Phänomen, auch Aufmerksamkeit und so weiter. Für Gleichmut, das wäre eher ein heilsames Phänomen. You couldn't have anger and equanimity at the same time. Man könnte nicht Wut, Ärger gleichzeitig mit Gleichmut haben.
But I could have mindfulness while being angry, or I could have mindfulness while being very kind. Aber ich kann zum Beispiel aufmerksam sein oder achtsam sein, während ich wütend bin oder während ich sehr freundlich und nett bin. Okay, so equal status cause is referring to things that happened before, what's going on now, that are in the same status, destructive, constructive or neutral of what's going on now. Und also die gleichartige Ursache ist das, was vorher eben sich ereignet hat und dann im selben Status sozusagen hinführt. Also selben Status heißt das eben in die drei Kategorien, also heilsam, unheilsam oder neutral. So, what am I having now? I'm feeling a lot of anger at myself. I'm so stupid. I'm such an idiot. I'm a total idiot. Also, was fühle ich jetzt? Also, ich fühle mich sehr verärgert. Also, ich bin sehr wütend auf mich selbst. Ich bin ein totaler, also kompletter Idiot. So, what are the equal status causes of this? This would be frustration, impatience. Was würden die gleichartigen Ursachen dafür sein? Frustration, Ungeduld. Low self-esteem. Selbstbewusstsein, geringes Selbstbewusstsein. But all these, what we would call psychological or emotional factors that are involved with this whole syndrome of being so heavy on myself and getting angry with myself. Das sind all die psychologischen, emotionalen Faktoren, die dazu führen, dass ich eben so hart mit mir selbst umgehe, sozusagen. Okay. That also is contributing to what I'm experiencing right now. I don't have my computer, I'm angry with myself. I took the wrong computer bag. Das alles tragt dazu bei, wie ich mich jetzt fühle, wie ich jetzt bin. Also, dass ich eben meinen Computer nicht habe, mich ärgere und so weiter. This is helpful. It gives us some idea of what we need to work on in ourselves so that we don't get so upset in these situations. This is upsetting. Not upsetting, well, I'm a human being, things like that happen. We're not upset. Also das ist sehr hilfreich für uns selber, da sehen wir, an was wir arbeiten sollen. Also wie das ist, wenn ich zum Beispiel sage, das ist einfach menschlich, das ist einfach so, das kann passieren und so weiter, dann ist das eben nicht, dass ich verärgert werde. Here we have equanimity in a non-upsetting way. Hier haben wir Gleichmut in einer nicht aufgebrachten Weise. An upsetting way of equilibrium here would be, poor me, I'm a human being, things like this happen, poor me. Feeling sorry for myself. I have equilibrium, but I'm feeling sorry for myself. Also ein Gleichmut, der eben jetzt, wo Verärgerung entstehen würde, ist ja, das ist zwar Mensch, ich bin ein Mensch, aber ich arme, oh, ich arme, ich bin ja so arm, also wirklich sich selbst zu bemitleiden. So it's a whole other sphere of causality, a whole emotional makeup, really, is what this is referring to. Also ein System von Ursache und Wirkung, ein emotionales Make-up sozusagen. Build. Das ist eine Build. Build, picture. Okay, next one is, I don't even know how you would translate. Just translate it back into German, what I say. Concomitant cause. Just say exactly what it says in German. Also hier die vierte Ursache ist hier genannt hier bewusstseinshaft übereinstimmende Ursachen. Right. Okay, so what is that referring to? I call it a concomitant cause, and it's conscious is referring to ways of being aware of something. Also hier das Bewusstsein, das bezieht sich darauf, sich von etwas bewusst sein. Right. This is a subcategory of the simultaneously arising causes. Das ist eine Unterkategorie der gemeinsam entstehenden Ursachen. And this has to do with a phenomenon that share five things in common. Das hat zu tun mit Phänomenen, die fünf Dinge teilen, sich teilen. Let me try to find my definition of that. Causes that share five things in common with the results. Also das sind Ursachen, die eben fünf Dinge, Gemeinsamkeiten mit den Ursachen besitzen. I'll explain. Okay, so now we have a result, what we're talking about. Also wir haben jetzt ein Ergebnis, also ich werde das jetzt erklären, wir haben eine Auswirkung. And so we have seeing the computer is not mine, and that's accompanied with and being angry with myself.
Also wir haben jetzt, ich sehe den Computer, der nicht meiner ist, und das ist verbunden jetzt mit der Wut. Also ich bin wütend darüber. So, there are certain mental factors that accompany that cognition, you know, that moment of experience. Und es gibt bestimmte Geistesfaktoren, die diese Erfahrung, diese Wahrnehmung begleiten. And I'll tell you what we're talking about. We're talking about things like attention, distinguishing. I'm distinguishing this my bag from this bag. Das eine ist also aufmerksam, Unterscheidung. Ich unterscheide diese Tasche oder diesen Computer von anderen. Naivety about how I exist. Und auch, I'm a total idiot. Also auch die Unwissenheit darüber, wie ich existiere. Also ich bin ein vollständiger Idiot. Anger. Wut. Unhappiness. Unglücklich sein. All these things are in one package, in a sense. Und all in this moment of experience. What I'm experiencing. Existieren diesen Moment der Erfahrung wie ein Paket sozusagen, sind diese vorhanden. And they share five things in common. That's what concomitant means. Und diese teilen sich fünf Gemeinsamkeiten, was sie eben. What? This word? What? Whatever the word is, I don't know. Concomitant. It's sharing something together. Also ja, sie übereinstimmen. Sie teilen sich etwas. Yeah. I'm sorry, I really don't know what the connotation of the German words are. But what do they share in common? They're all aimed at the same focal object, the computer. The anger is aimed at it, the attention is aimed at it. Also alle fokussieren auf das gleiche Objekt. Das ist das Erste. Also alle fokussieren auf den Computer. The distinguishing is aimed at it. My unhappiness. It's focusing on, you know, this computer, it's not mine. Also die Unterscheidung fokussiert auf den Computer, auch das Unglücklichsein, dass das nicht mein Computer ist, also fokussiert auf den Computer. And they all are involved with the same mental aspect. In other words, when I see it, you know, I mean, there's all these light rays and stuff that hit my eyes, and the electric impulses and chemical things that go to my brain, and somehow my brain makes a mental aspect, a mental hologram that represents this computer. So actually, if we think of this mental phenomenon, it's aimed at a mental hologram. So they're all aimed at the same mental hologram. Und auch der mentale Aspekt ist dasselbe. Sie teilen sich den mentalen Aspekt, also alle teilen sich das gleiche mentale Hologramm. So all die Lichtstrahlen, die elektrischen Impulse, chemische Impulse, die zu meinem Gehirn gehen und das Gehirn letztendlich ein mentales Hologramm bildet, das den Computer repräsentiert. Und eben dieses mentale Hologramm ist allen gleich. That's how the brain works, doesn't it? Also das ist, wie das Gehirn funktioniert, oder? And they all are relying on the same cognitive sensor. Here we're talking about the photosensitive cells of the eyes. So it's operating through that. Es ist gleiche auf die gleichen Sinnesorganen, Sinnessensoren, hier eben die lichtempfindlichen Sensoren der Augen. And they're all occurring at the same time. Und alle ereignen sich zur gleichen Zeit. And they have the same slant, which means, you know, they all have the same flavor of being in a destructive experience, an upsetting, destructive experience, und sie haben self-destructive in this case. Und alle haben den gleichen sogenannten Geschmack, also sie sind alle gleich unheilsam oder selbstzerstörend. Destructive, it's going to bring on more unhappiness. You know, the more that I continue being angry with myself and this low self-esteem, come on, in the future, of course, I'm going to be more and more unhappy. Weil es bringt mehr Unglücklichsein hervor, wird mehr Unglücklichsein hervorbringen, mehr Wut und Ärger, auch dass wir unser Selbstbewusstsein gering ist und es wird einfach mehr Unglücklichsein hervorbringen. Okay, so that's a concomitant cause. Das ist jetzt die vierte Art von den Ursachen, die bewusstseinshaft übereinstimmende Ursache. There's all these mental factors that are part of that experience of, you know, seeing that this is not my computer and feeling angry. Gibt es all die Geistesfaktoren, die Teil der Erfahrung sind, dass ich meine, dass wie ich sehe, dass das nicht mein Computer ist. Okay, let's digest that for a moment. Vielleicht verdauen wir das ein wenig. Okay, then the next one is translated here as continuing cause. I call it a driving cause. I mean, the word literally in Tibetan means all going. So it goes. So it either continues or it makes something go. You can understand it in two ways.
Also die fünfte Ursache, hier wird als kontinuierliche Ursache übersetzt. Also das tibetische Wort an sich heißt alles gehen, also alles also wie antreiben, also antreibende Ursache. Man kann sagen, also das ist kontinuierlich eben fortschreitet. So, in a sense, it is continuing, you know, when the result happens, although may or may not. But the point being here that it doesn't have to be in the same ethical category as the result. If it was an equal status cause, it had to be in the same category. Also es kann sich fortsetzen, wie eben hier kontinuierlich heißt, aber auch nicht. Aber wichtig ist hier, dass nicht notwendigerweise in der gleichen ethischen Kategorie sich befinden muss oder ethischen Status. Das Ergebnis muss nicht im gleichen ethischen Status sein wie die Ursache, wie es aber notwendigerweise sein musste mit der gleichartigen Ursache. So, we can give examples here of attachment to my computer. Man könnte ein Beispiel, you know, why am I so angry? Zum Beispiel die Anhaftung an meinen Computer, warum ich so verärgert bin. Arrogance that my work is so important. Also gewisse Arroganz, dass meine Arbeit, die ist so wichtig. Impatience with my old age. Und auch Ungeduld gegenüber meinem Alter, weil ich so alt schon bin. Right, okay, so these are equal status, they're in the same category, they're destructive, like my anger. Die sind erst im gleichen, befinden sich im gleichen Bereich, sind unheilsam. But a factor that is not destructive, but rather is neutral, which is here, is self-preoccupation. Self-preoccupation is neutral, it's unspecified. Neutral we use because it's an easy word to say. Unspecified is actually literally correct and more specific, because what it means is that it could be either destructive or constructive or neutral. It could be any of them. And so self-preoccupation, I could be self-preoccupied when I'm angry with myself. I could be self-preoccupied when I'm being so kind and so wonderful to everybody. I could be self-preoccupied while I'm eating my lunch. So ein Status, der neutral wäre. Neutral wird hier verwendet, aber besser wäre zu verwenden der Begriff, welches nicht spezifisch definiert worden ist, also nicht spezifisch genannt worden ist, ob es jetzt neutral oder, Entschuldigung, ob es jetzt heilsam oder unheilsam ist. Also or neutral. It could be any of them. It could accompany any of them. I just talk about neutral. Mm-hmm. Sorry. Also neutral, das kann entweder heilsam oder unheilsam sein, also entweder das eine oder das andere. Zum Beispiel, wenn wir jetzt am besten Selbstpräoccupation. Selbstbezogenheit, das kann zum Beispiel, ist neutral, kann neutral sein, ist eben neutral, weil es eben unheilsam oder heilsam sein kann. Also it could be, when we talk about this unspecified, it could be with any of the three possibilities. Mm-hmm. Also, angry with myself, I'm so wonderful, I'm so kind, and I'm eating my lunch. Eating my lunch is, you know, it's just neutral. Also es kann eben entweder eines von diesen drei sein, entweder eben neutral, heilsam oder unheilsam. Also Selbstbezogenheit, zum Beispiel, wenn ich verärgert bin über mich selbst, ist das mit dem Unheilsamen verbunden. Wenn ich nett und freundlich zu anderen bin, zum Beispiel mit heilsam verbunden. Wenn ich einfach mein Mittagessen zu mir nehme, ist das neutral. Okay, so it's just a further refinement of the emotional background of why I'm feeling so horrible. Ein weiterer, also Verständnis über die emotionalen Hintergründe, warum ich mich jetzt so fühle. And then we have the last one is the ripening cause. Cause for the full ripening of the karmic fruit. We have here in German a fuller translation. Also die sechste Ursache haben wir hier, die Ursachen für vollständig reifende karmische Früchte. And this is talking about the destructive phenomenon that will bring about a situation as its karmic result. And the situation, we're talking about something unspecified. Hier spricht es von Unheilsamen, das dann karmische Ergebnisse hervorbringt, die aber letztendlich, also the karmic results are unspecified. Also die karmischen Ergebnisse, die unspezifisch sind. So, here we're talking about, in a previous lifetime, what activated the tendencies or potentials, what's called throwing karma, for our present rebirth.
der vorhergehenden Leben wurden aktiviert, das Karma, das sozusagen geworfene Karma genannt wird, dass wir eben dieses Leben haben, also dass wir diese Wiedergeburt angenommen haben. We had craving to be happy, to continue to be happy, and to be parted from unhappiness. We have a strong craving. Wir haben eine starke Anhaftung, starkes Verlangen, wieder glücklich zu sein, also weiter kontinuierlich glücklich zu sein. Da haben wir ein starkes Verlangen danach. This is when we were dying. Also das ist ein Zeitpunkt, wenn wir sterben. And our craving to continue to exist. Also ein starkes Verlangen, weiter zu existieren. And of course our naivety about reality and about how I exist. Natürlich auch eine gewisse Unwissenheit darüber, über die Realität und über wie wir existieren. Right, so all of that is a destructive cluster of emotions and attitudes. All diese unheilsamen Mustern, also ein ganzes Paket wieder von unheilsamen Emotionen. And what ripened from that, which is the unspecified of being born with a body and a brain that experiences old age and loss of mindfulness. Das reicht heran. Und was ist das unspezifische Ergebnis, dass wir geboren werden mit einem Körper und einem Gehirn, das eben, wo wir jetzt that experiences old age and a loss of mindfulness with old age. Was eben erfährt, also Alter, also dass man älter wird und das also einhergeht mit dem Alter, also dass die Aufmerksamkeit nachlässt. That type of body and brain and what happens to us, it's unspecified. Dieser Körper, dieses Gehirn, can go along with something, you know, being destructive, being angry, it can go along with being constructive, can go along with anything. Also dieser Körper und dieses Gehirn ist unspezifisch. Dieser Basis kann wieder einhergehen mit Unheilsamen, mit Heilsamen, mit Neutralen. And the cause for that, the ripening cause, is this cluster of disturbing emotions at the time of death, which activates the throwing karma that, in a sense, throws us into our next rebirth. Und die Ursachen dafür sind dieses Paket sozusagen von unheilsamen Emotionen, von unheilsamen Geistesplagen im Zeitpunkt des Todes, die uns dann sozusagen werfen in das nächste Leben. Okay, so these are all the causes. What about the results? There are 5 types of results here. Also das waren jetzt die Ursachen und jetzt gibt es also 5 Arten von Wirkungen. So, first we have the ripened result. Das heißt, haben wir die vollständig gereifte karmische Frucht. And that's referring to the result of the ripening cause. Und das bezieht sich auf das Ergebnis von eben der gereiften Ursache, vollständig gereiften karmischen Früchte. So, these unspecified phenomena of my body and brain that is experiencing old age. Das ist das unspezifische and a loss of mindfulness because of old age. Das unspezifische Phänomen und mein Körper und mein Gehirn, das eben jetzt erfährt, das Alter und auch das, was einhergeht mit dem Alter, also dass ich Aufmerksamkeit, Achtsamkeit verliere. Das ist jetzt die nächste Seite, also die 5 Wirkungen. Ich muss auf die nächste Seite weitergehen, die 5 Wirkungen. Right, that's part of what's happening, isn't it? Also das ist auch ein Teil. What's responsible for what happened? And what I'm experiencing. Das ist auch ein Teil davon, was sich ereignet und verantwortlich dafür, was ich erfahre, was ich. So these are the results, what I'm experiencing. The next is results that correspond to their cause. Zweite sind die Wirkungen, die der Ursache entspricht. And this can be either in terms of our behavior or in terms of what we experience happening to us. Kann in Bezug auf das Verhalten sein oder was wir selbst erfahren. And so here, if we think about it, the karmic cause for something like this would be, in a sense, taking what is not given to us, this destructive action. In a heavy sense, it would be stealing. Also so diese unheilsame Handlung, etwas zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist, also im schweren Fall, also stehlen. Right, so that led to the tendency, remember we had this obtaining cause or material cause, for having something, taking things that don't belong to me. Das führt dazu, also wir hatten ja die substanzielle Ursache, dass wir das nehmen, was uns nicht gehört oder nicht gegeben worden ist. Right, that tendency came from the karmic action of taking something that didn't belong to me.
diese Neigung kommt davon, dass wir etwas genommen haben, was uns gar nicht gehört. Also so entsteht eine Neigung dazu. So the result that corresponds to that cause would be an incident of taking something belonging to somebody else. You know, that's the what we experience in our behavior, similar to this previous action that we did. Ein Ergebnis wäre, dass wir etwas nehmen, was uns nicht gegeben worden ist, also was uns nicht gehört. Das schlägt sich dann in unser Verhalten aus, also was ähnlich ist mit eben dem Vorhergehenden, also mit der Ursache. And experiencing somebody else taking my computer. Noch, wir erfahren dann, dass jemand anderer meinen Computer jetzt nimmt. Now, it's not my karma that causes that other person to do that. That other person is, you know, has all these causes happening from their side. Why they take something that doesn't belong to them, but somehow these two connect. Es ist nicht mein Karma, dass das verursacht, dass der andere meinen Computer nimmt. Das hat all das Karma von dem anderen, das dazu führt, dass mein Computer eben von ihm genommen wird. Aber in Art und Weise sind diese doch verbunden. My karma causes me to experience my computer being taken by someone else. It doesn't cause the other person to take my computer. There's a difference. Also mein Karma führt dazu, dass ich erfahre, dass mein Computer genommen wird, gestohlen wird, aber nicht, mein Karma führt nicht dazu oder verursacht nicht, dass der andere den Computer nimmt. Das ist ein großer Unterschied. And we can't place all the guilt on what I did in some previous life, because we've seen that there are thousands and thousands of other causes of what's involved with what's happening, of what happened. Und wir können auch nicht alle Schuld auf das geben, was wir in früheren Leben gemacht haben. Weil wie wir schon gesehen haben, gibt es viele hunderte, tausende andere Ursachen und Umstände. Very helpful for getting over guilt. Und das ist auch sehr hilfreich, dass wir Schuldgefühle abbauen. Also not all the other person's fault, it's not all my fault, it's a million things have happened. Also es ist nicht die Schuld von jemand anderen, ist auch nicht meine Schuld. Also es gibt sehr viele also Umstände und Ursachen. Even the fact that somebody invented the computer. Sogar also diese Tatsache. It's their fault. Die Tatsache, dass jemand den Computer erfunden hat. Also eigentlich hat derjenige, der den Computer erfunden hat, die Schuld. Actually, that's very helpful. If we think how silly it is to place all the blame on the person who invented the computer or the person who sold us the computer in the store, then we will see that it's equally silly to place all the blame on me, that I'm so stupid, or all the blame on this other guy who took my computer. Also das ist sehr hilfreich, wenn wir uns das überlegen und wenn wir die ganze Schuld auf denjenigen geben, zu denjenigen geben würden, der den Computer erfunden hat oder der uns den Computer verkauft hat im Geschäft oder die Person, die ihn dann genommen hat, gestohlen hat, sehen wir, das ist ja ganz unlogisch, also das macht ja keinen Sinn. So sehen wir dann auch, dass es genauso wenig Sinn macht, uns selbst ganz die Schuld zuzuschreiben, also uns als vollkommen Idioten zu bezeichnen. Okay, and we have a result that our freedom from disturbing emotions, here it's called passions, Leidenschaften. Die dritte Ursache, Wirkung. Wirkung ist die Wirkung, die ein Zustand der Freiheit ist. Das ist ein Freisein von Geistesplagen. Right. So it is a result that is a state of being parted, being separated, literally. Das heißt eigentlich, es ist ein Zustand, also wortwörtlich ein Zustand, wo man getrennt ist. And so specifically, you know, from disturbing emotions, but not just disturbing emotions, it could also be unawareness, grasping at true existence. These are in a different classification scheme, not exactly disturbing emotions, but this is irrelevant, I'm sorry. Also das heißt getrennt, also ein Zustand, wo man getrennt ist von was? Vor allem von Geistesplagen, also von destruktiven Emotionen, auch von Unwissenheit oder von Greifen nach wahrer Existenz. Also gibt es those are not disturbing emotions. Aber diese sind nicht, Geistesplagen oder destruktive Emotionen. So this is it's a larger thing of what we could be parted from, but we want to say causes of samsara would be a little bit easier to say. And what this is, what an example would be a true stopping of anger. If I achieve the state of an arya, and or not an arya, but an arhat, a liberated being, and I would be completely free of anger, that would be this type of result.
man kann es besser sagen, also als mehr als im Geistesplan sind so Ursachen von Samsara. Also die Ursachen von Samsara, von dem sind wir getrennt. Zum Beispiel wäre das jetzt die wirkliche Beendigung von Ärger. Also wenn wir einen Zustand von Ahat, einem befreiten Wesen erlangt haben, dann haben wir Ärger tatsächlich beendet. This is just called a result, it's not really a result. Also diese Wirkung ist nur, wird als Wirkung bezeichnet, ist aber nicht tatsächlich eine Wirkung. Because that state of being parted is a static phenomenon. It never changes. It's forever. Weil der Zustand vom Getrenntsein ist ein statisches Phänomen, also ist beständig, ein beständiges Phänomen und das ändert sich niemals. Also so we're really talking about the attainment of the state of being parted. The state of being parted is not caused by anything, but all our effort is the cause for attaining that state. Technical difference. Also wir sprechen von dem Erlangen dieses Zustandes, also dieses Erlangen, also all unsere Bemühungen, die letztendlich dazu führen. Then we have what is called here in German effective results. I call it man-made results. Und hier die vierte Wirkung ist die Wirkung der Effektivität. Ich benenne die oft als menschengemachte Wirkung. Right, so here we're not talking about something karmic, we're talking about just, what did you say? I don't even know how to describe it, but let me give results. I can't do my work. I can't do my work is the man-made result or the effective result of taking the wrong computer. Also es ist nicht karmisch, also ich werde das jetzt erklären, also ich kann nicht meine Arbeit jetzt durchführen oder machen, das ist jetzt eben die Wirkung der Effektivität oder Wirkung oder menschengemachte Wirkung davon, dass ich den falschen Computer genommen habe. I bang my foot against the table in the dark. The effective result or man-made result, however we want to translate it, is that my foot hurts. Ich habe meinen Fuß gestoßen im Finstern an die Wand. Und das ist jetzt, egal wie wir jetzt die nennen, diese Wirkung. Die Wirkung ist, dass der Fuß jetzt schmerzt. Also ist jetzt die Wirkung der Effektivität oder menschengemachte Wirkung, ist, dass der Fuß jetzt eben schmerzt. Okay. Then the last one, I need to go a little bit quickly here, is the dominating result. Die fünfte Wirkung ist hier, die von den Ursachen beherrschte Wirkung. And this would be referring, it's also a karmic thing here, to a general situation in which we are born. Das ist auch jetzt karmisch, also eine allgemeine Situation, wo wir also geboren sind. And so here it would be, for instance, being born in a society in which the airport people will help with locating my lost computer. Dafür, dass man geboren worden ist in einer Gesellschaft, wo eben das Flugpersonal jetzt behilflich ist beim Wiederfinden meines Computers. And they keep lists of passengers and telephone numbers and people are honest. Sie haben Liste von Passagieren und sie sind ehrlich, also sie sind ehrlich. We could have been born in a society where none of that happens and you leave your computer in an airport in some countries, you know, by mistake. And, you know, you can guarantee it's going to be stolen. Whereas in other countries, you leave it and it will be turned up in the lost and found. Wir könnten ja auch in der Gesellschaft geboren worden sein, wo das nicht so ist. Also wo man zum Beispiel seinen Computer vielleicht hinstellt und man sich sicher sein kann, er wird gestohlen werden. Also wo man sicher ist, dass er gestohlen wird. Oder man ist woanders, in einer anderen Gesellschaft, wo man dann eben weiß, man wird ihn wieder finden, also bei den Fundgegenständen sozusagen. Okay, so these are the different types of results. The only thing that we have left in the last couple minutes are the different types of conditions. Also die sind die fünf Wirkungen und jetzt noch die letzten haben wir noch übrig, die Bedingungen. And we have causal conditions. Those are, well, it's all the five types of causes other than the acting cause. Wir haben die ursächlichen Umstand, also sind all die Ursachen außer der Wirkungsursache. Hm. So, I mean, that's a big, big category of things. Das ist eine große Kategorie von Dingen. Then we have the immediately preceding condition. Dann haben wir als zweites die unmittelbar vorhergehende übereinstimmende Umstand. Das ist dann zwei Seiten weiter, wirklich dann oben fängt es an, die Umstände. And here he calls it immediately preceding corresponding conditions. He adds one more word. And what this is referring to are the moments of consciousness
and the mental factors the moment before we took the wrong computer. Also das heißt, es sind die Momente des Bewusstseins, Momente der Geistesfaktoren, bevor wir den falschen Computer genommen haben. Right? I mean, this mental activity, what was going on immediately right before seeing, you know, this bag on the floor and taking it, would give, like, in a sense, a momentum to the mental activity that occurred while I took the bag. That's the immediately preceding condition. Also die geistige Aktivität, wo ich sehe, ein Ding auf dem Boden stehen, was dann letztendlich dazu führt, dass ich dann den Computer, den falschen, eben dann nehme, diese Momente sind die unmittelbar vorhergehenden Umstände. And then we have, it's not listed here, a focal condition, which is the bag on the floor. Dann haben wir das Beobachtungsobjektumstand, das ist das Objekt, also der Computer selbst. Yeah, the computer on the floor. Also that was what I focused on when I took the wrong bag. I mean, some bag on the floor. Also das ist ein Computer am Boden, das war auf was ich mich fokussiert habe. When I took the bag. Wenn ich die Tasche genommen habe. And the dominating condition is referring to the photosensitive cells of the eyes, the eye sensors, through which I saw this bag on the floor and took it. Und dann der beherrschende Umstand, das sind die lichtempfindlichen Sensoren in die Augen, als ich eben den Computer genommen habe. So, this is our analysis of cause and effect. Das ist eine Darstellung von Ursachen und Wirkungen. In another text, like the text of Asanga, we have a list of 20 different causes. So it could be even more complex. Also in anderen Texten, Text von Asanga zum Beispiel, haben wir 20 davon, also es könnte noch viel komplexer sein. But I think that this scheme is perhaps enough. Aber ich denke, diese Darstellung, das reicht wohl auf. But I hope that you can appreciate from this that although it's a complex scheme, if it is something that we could actually work with, it is something we could actually apply to different situations that we're experiencing, and it can be very helpful for deconstructing it so that we don't make such a big thing, a big, you know, horrible monster out of what we're experiencing. We can see all the different things that it arose from, all the different results that we're experiencing simultaneously, and then deal with it in a much more, what should we say, rational type of way. Und ich hoffe, dass Sie das auch schätzen können, obwohl das ein sehr komplexes Thema ist. Aber trotzdem ist das sehr gut. Also wir können es anwenden an verschiedenen Situationen, die wir eben erfahren. Also wenn wir das umlegen und anwenden, ist das sehr hilfreich. Also sehr hilfreich, dass wir dann eben sehen, wie wir umgehen können mit Situationen. Also wir sehen dann, es ist nicht ein großes Ding, ein solides Ding, wie ein großes Monster, dass wir nicht aus Situationen ein großes Monster machen, sondern eben dann erkennen, welche Ursachen, welche Wirkungen alles eben zusammenhängt und sozusagen wir dann rationaler oder irgendwie damit umgehen können. And when you become enough familiar with this, then actually you don't really have to go through all the very, very specific analyses. Just remembering that, oh, I got this, you know, this is made up of so many different causes and conditions helps. This could take quite a while to go through the analysis. Also wenn man but that's the initial thing. Then you can go through the more detailed analysis. Also wenn man damit mehr vertraut ist, muss man nicht wirklich detailliert durch die ganzen Analysen durchgehen, sozusagen. Es genügt allein, wenn man sich daran erinnert, sich das bewusst macht. Ja, die Dinge bestehen aus so vielen Ursachen und Umständen und so weiter. Also das reicht dann. Vielleicht das auch am Beginn eben ist es auch ganz gut. Erst dann danach eben, dass man da detaillierter eben das dann sich anschaut und durchgeht. You see, that initial general understanding helps us to calm down. Once you've calmed down, then in a more, what should we say, rational state of mind, we can do the analysis, which would give us some indication of what we would need to work on in order to correct the situation. Wenn wir ein generelles Verständnis mal haben, dann werden wir auch irgendwie gelassener und dann können wir auch rationaler uns die Situation anschauen und dann wissen wir, woran wir zu arbeiten haben, also was wichtig ist, woran wir eben arbeiten sollen. Okay, thank you.